So, gehen wir mal hier aufs Dach, denn wir sind ja schließlich ein Scharfschütze. Noble Six Sniper im Einsatz. So. Oh, das sind Marines! Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Das sind keine Marines, oder? Didn't like leaving it to someone else to protect our home, so we came back. We have them hidden all over the territory. You know, this stuff is stolen. No, I'm gonna steal it back. Mir ist dieser Dialog ernsthaft noch nie aufgefallen. Also das sind Bauern, die ihre Heimat verteidigen wollen? Ich dachte irgendwie immer, das wären Marines, die wir jetzt hier so helfen. Und die haben sich Waffen geklaut, um das auch machen zu können. Und du meintest so, nö, ich melde euch jetzt mal nicht, ne, aber ich würde gerne die Waffen mitbenutzen, ne. So. Aber wir haben uns mal eine DMA einfach davon gekrallt. Und, dementsprechend versuchen wir jetzt mal hier ganz ruhig. Peter, komm runter. Peter, du bist hier, weil ich dich trainiere. Wer es kennt, Teddy Comedy. Also, ohne Spaß, der Typ ist einfach ein Genie. Ah, Peter, hey, da. Hm? Ich hasse das auch, wenn Leute so Kaffeebecher auf Autos haben. Hm? Peter, komm, ich mach dir einen Vorschlag. Ich gebe dir einen Kurs. Was, ein Kuss? Ein Kurs! Das hat was zu tun mit der Authentizität. So, Authentizität! Authentizität! Jetzt docken wir da hinten an. Was haben wir denn? Ich wollte die Treppe. Ich will in diese Treppe jetzt hochgehen. Was erlauben die Grunts sich da jetzt? Jetzt schießt er wahrscheinlich auch noch auf. Nee, hier gehen. Du so ein. Ach nee, du bist schon. Ich dachte schon, du wärst so dieser fancy Sniper von dem Bauer. Du, lauf mir rein. Weil du mir reingelaufen bist, so ein Ultra. Das weiß ich, dass das ein Ultra ist. Aber kompetent ohne Ende. Mal wieder hier. Mhm. Ich finde das wirklich krass. Also wenn man sich, wenn man Schlacht um Reach liest, dann denkt man so, boah, alter Reach. Voll der krasse Militärplanet, da ist eine urmilitärische Einrichtung, ein Trainingsgelände und Ausbildungsplätze für Spartans und shit. Und jetzt sind wir hier und hier sind auch relativ viele Bauern und Ungarisch ist die Sprache von denen und so, voll komisch. Und, genau, und auch so ein bisschen so ja, Ressourcenabbau halt einfach hier, ne? Aber gut, ist halt auch irgendwo dann doch noch eine Kolonie, ne? Wir werden ja auch noch andere Teile von Reach sehen. Wow. Fuck! Der scheiß Phantom hat uns gefickt. Oh nein, er hat gefickt gesagt. Okay, diesmal machen wir das ganz anders. Wir gehen jetzt hier zu unseren fancy. Moment. Wir gehen jetzt hier zu unseren fancy Freunden. Und die zeigen uns dann mal. Ach, bin ich ganz. Die zeigen uns dann mal. Was sind das hier überhaupt? Achso, das sind so. Ah ja. Kugeln, die man ins Wasser schmeißt. so eine fancy Freundin, die zeigen uns immer, wie man hier auf Reach Party macht. Ja. Denn Einheimische kennen sich ja, wie man weiß, immer besser in ihrer City aus. Holen da immer so richtig, wo sind die Ultra? Ah, wird schon. Hab ich mir schon gedacht, ne? Oh, der Soundtrack ist wieder cool. Ganz ehrlich, der hat mich vorhin getötet, ne? Geh noch weiter runter. Ich frage mich tatsächlich. Ja, ich weiß, dass hinter mir die Elite ist. Ich weiß auch, dass sie inkompetent ist. Und mich nicht richtig trifft. Genauso wie wenig ich sie treffe. Es ist an der Zeit, in den Nahkampf zu gehen. Weil ich mit der Sniper nichts habe. Mit dem sein. Mit dem Scharfschützengewehr. Oh, wie dreckig die sich hier verschickt, ja? Nein, Eliten sind cool und fresh und fancy. Und Eliten gewinnen vor allem. Cool, außer wenn sie jetzt natürlich gegen uns kämpfen. Aber normalerweise gewinnen Eliten ja immer. Weil sie heißen ja nicht umsonst Eliten, ja? Und der Multiplayer-Sprecher von Halo Reach sagt ja auch bekannterweise schon Eliten gewinnen. Wenn man Invasion spielt, ja? Da haben wir den Tank zerstört. Genau, denn Grunts tragen ja immer so
oder nicht immer, aber gerne mal so Gastanks auf dem Rücken. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. War das Kohlentrioxid oder so? Dann Methan? Methan? Ich glaube, es war Methan. Auch mal, ich glaube, brauchen die auch zum Leben so ein bisschen. Und ja. Und die Grunts wurden eh so ein bisschen gefickt. Die Allianz kam, die damals mir natürlich von Eliten angeführt wurde und so. Und beziehungsweise die Propheten haben so die Lore und die. Ne? Quasi den Glauben, den die Allianz ja verfolgt, so irgendwie für sich so erfunden und gründet und shit. Wobei die Propheten und die Eliten ja auch mal Krieg geführt haben. Und genau, aber dann wurden die Grunts halt quasi eigentlich einfach gezwungen mitzumachen, ne? Weil sie sich halt nicht einfach gegen diese krasse Alien-Rassen wie die Eliten zum Beispiel oder Roots spielen. Basically anything the UNSC considers contraband. Basically. So die Art ist sehr. Oh. Jetzt ist es voll. Ich weiß nicht, ob wir noch Rocket nehmen sollen. Ich würde gerne eigentlich beim Sniper bleiben. Und ich hätte gerne mal wieder Sprint. Ein bisschen schneller hier mal durchgehen, oder? Was nicht mehr die Nummer zwischen. So. Weiter geht's. We can hardly plan for you. Ach, Riverbed. Oh, okay. So kann man sich verlesen. Ach, die kommen jetzt mit uns. Oh, cool. Kämpfen mit den Hänger. Wie heißt der? Lars. Ach, das ist jetzt doch ein Sergeant oder was? Oh, einer auf Reach. Bohren. Plant powers every settlement in the territory. Shame if it all gets wasted. Doing what we can. Mhm. Erzählen seine Lösung. Cooler Moment, oder die einfach mal hinzuklicken. Let's move. Ja, June. Wenn du nicht wieder auf den schießt, so wie bei mir die ganze Zeit. Lars heißt er also. Wo ist denn der andere? Han. Guten Tag. Ach, du bist der mit der fancy Brille. Bleib mal stehen. Guck mal, ich laufe und er sprintet. Jetzt mal sehen, wie krass Fahnen sind. Und ich gehe sogar seitlich. Cat, are you seeing this? I'll just leave this here. Covenant structure. Kind of a big pylon. Heavily fortified. Wir schlafen noch. Ganz. Okay. Consider it gone. Negative. Stick of a multi-death charge on it. Command is planning something big. They say that pylon dies at dawn. We're gonna blow it? We're gonna clear the area, then I'm gonna plant a remote dead charge. You wanna provide some cover? Go right ahead. Okay, wir machen jetzt diesen Pylon, wenn wir jetzt gleich zerstören. Okay, also hier sieht es ruhig aus. Oh, da ist sogar eine. Ich weiß nicht, ob ich die Eliten snipen soll. Ja, doch. Shit! Zweiten Shot nicht richtig gesetzt. Das hier ist übrigens die Multiplayer-Map Powerhouse. Hatte ich ja auch schon mal drüber geredet, als wir auf Southbase unterwegs waren. Das ist in Reach durchaus oft der Fall, ist, dass Multiplayer-Maps auch in der Kampagne vorkommen, beziehungsweise Kampagnenpassagen als Multiplayer-Map verwendet wurden. Es gab trotzdem gute Multiplayer-Maps in Reach, fand ich. Und vor allem durch die Forge wurde dann auch noch viel gemacht. Aber im Allgemeinen finde ich das eher immer nicht so gut. Also Multiplayer-Maps sollten für den Multiplayer designt werden, nicht aus der Kampagne gerippt werden, beziehungsweise Multiplayer-Maps sollten nicht in die Kampagne rein platziert werden, weil das halt irgendwie vielleicht auch nicht immer so ganz so günstig ist. Also ich finde diese Passage hier ganz cool und so, aber Powerhouse ist halt competitive-mäßig nicht so geil, aber es macht schon Spaß, so, vor allem im Multiteam hatte ich da öfters mit Fun, aber es war nie die beste Map ever oder so. Hier nicht auch. Mal stille. Du auch? Danke. So, fertig. Wir schießen mal ein bisschen mit dem Plasma-Geschütz. Würde ich sagen. So. Oh Gott. Hilfe! Dann noch wieder zu stängern. Was? Wieso hat sie den Schuss überlebt, die Elite? Krass. So. Run weg. Blüte weg.
Hallo. Bam. Headshot war irgendwie gut. So durch diese Lücke und so, so voll. Bam. Oh nein, Schakale. Meine größten Feinde. Sterbt. Was geht der Schakal? Guckt euch den an. Der lebt einfach immer noch. Oder ist das ein anderer? Ich glaube aber nicht. Krass, krass. Ist hier so los? Oh, krasse Tabellen und Formeln. Warte, wir gucken uns gleich. Wo kommst du denn her? Danke für die Ablenkung, June. Das war ausgezeichnet, muss ich sagen. Jetzt verzeih ich dir auch mal, dass du vorhin einfach random losgeschossen hast. Und jetzt aber noch mehr. So, jetzt muss ich auch gerade, jetzt muss ich defenden. June, let me first take a shit. Okay. Boah, die Bohnen, Alter, die waren gestern echt nicht so. Duschen, so. Und zurück in den Anzug. Okay. Hm. Das war so ein Moment, wo man sich fragt, warum, also, wo man etwas gesagt hat und sich direkt danach selber fragt, warum man es gesagt hat. Okay, wir spielen jetzt mal ein wenig Shotgun. Nein! Lars ist gestorben! Kam bestimmt aus Norwegen. Fuck, Jäger. Kam bestimmt aus Norwegen. Lars. Wir werden diese Jäger jetzt krass wegholen. Shit! Ich habe noch keinen Plan. Ich habe nämlich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil hinter uns auch irgendwas los ist. Und ich will mich ungern eine Spec Ops Elite haben. Ich will mich ungern auf Jäger konzentrieren, wenn wir noch Elite um uns herum haben. Na, no. Habe ich schon gesagt, dass man Jäger in den Rücken schießen muss? Haben wir überhaupt schon die... Fuck! Also das war der Klitschko der Allianz. Der hat mich jetzt einfach mal niedergemäht. Ohne Probleme. Nein, ich hole mir die Shotgun wieder. Und diesmal... Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das angehen. Auf jeden Fall... Ah, wir haben hier noch mehr Granaten. Ja, dann können wir mal gucken, was wir damit noch so anstellen können. Und dieses Backup sind wieder. Und vielleicht überlebt diesmal Lars. Lars. Gute Sergeant Hannaford. Ich find's immer cool, wie die Jäger da rausspringen. So. Alter, er ist auf meinem... Nein! Er hat den Gabelstapler kaputt gemacht. Okay, Lars ist schon wieder tot. Lars, Alter, was bist du eigentlich für ein Lappen? Lars, du Lappen. Lars, Lappen. LL. Nein! Ich hab irgendwie ehrlich gesagt gedacht, das würde ich Spec Ops Elite irgendwie... Oh, da unten läuft sogar noch einer. Habt ihr das gesehen? Im Wasser? Du Scheiße.